Karim. Moja, moja. Super, merci, dass du dir Zeit geholt hast. Immer gerne. Mir ein Interview zu machen für Uncrowd Premium. Ein bisschen das Projekt, da wir das vielleicht erklärt. Jugendkultur pushen, was halt für zu heute ist. Ganz interessantes Projekt, das ich gesehen habe bei dir. Ja. So ein dummes, grundsätzlich Video, wo mir alle wirken, also Literaturwirken, nur am Moment, was du bei Faust umgegangen. Also Jugend, was sie mir nur bringt, auch ein bisschen mehr an Jugendspruch. Wir sollen nicht aus dem 19. Jahrhundert, wie das Buch halt geschrieben ist. Da wollte ich fragen, wie ist es von den Vergangenheit? Warst du schon immer ganz Literatur interessiert oder hast du irgendwann ein geswitcht bei dir? Also das ist auf jeden Fall so ganz ein Prozedere gewesen, weil als ich schon als KMD angefangen habe, dann war ich einfach angefangen mit Lesen irgendwann, weil mein Papa sagte, das ging mir helfen beim Anschlafen. Und so ist dann angefangen, irgendwann zu lesen. Natürlich, da war schon der nächste Kontakt, der zu stehen. Aber dann hat es ein Zeitchen gelöst, weil mit 13 denkt nicht an das Internet und all die Sachen. Und dann ist das aber immer ein bisschen mehr interessant gewesen. Ja, aber dann habe ich halt eben, ich bin halt viel Theater. Ich bin zum Beispiel bei meiner Schule, Monsieur Berklemmer, wo ich war, da war ein Namaste. Also ich bin 16, ich bin wiedergegangen und da haben wir ein Theaterstück gespielt, wo den anderen ein bisschen den Wert auf den Faust gegangen ist, aber auch viel mit Don Juan, also den modernen Mythos halt eben von den Frauenverfehrern etc. Den hast du von Molière abgegrafiert, von Lord Byron, von so vielen großen Schriftstellern. Und da habe ich dann angefangen, mal ein bisschen so blöd zu lecken mit der klassischen Literatur, weil ich drunter fand, so Begriffe wie mal Goethe, Faust, Mephisto, der Kafka, all den Herren, natürlich den abgegraben. Aber jetzt kommt dann auch nicht viel mehr anfangen. Und ab dem Moment, wo man dann angefangen hat, ein bisschen mit dem Stück auseinanderzusetzen, habe ich auch mal ein bisschen den Rest von den Klassiker überhaupt sind. Und da habe ich ein bisschen blöd gelegt. Und da tut mir nichts gefallen. Da war ich habe immer gesagt, das tut mir gefällt. Da habe ich auch angefangen, ein bisschen mehr auch als so Klassiker zu lesen. Und größte Fan von Camus und L'Étranger gelesen. Das hat mich damals immens begeistert. Auch Hermann Hesse, das hat mich auch immens geprägt. Das hat mir gut gefallen. Und ab dem Moment war so der Brennpunkt mit der Literatur entstanden. Da wusste ich, okay, das tut mir auch mehr wieder nicht mehr. Okay, mir das gefällt mir schon richtig. Und ja, halt dann weiterhin halt durch den Theater immer mehr Kontakt, dann auch an der Schule, weil trotzdem haben dann vielleicht auch ein bisschen mehr auch spannende Sachen zu gesehen, wo ich nicht mehr, wir lesen nur ein Buch, mir auch ein bisschen Literaturgeschichte, und das hat mir auch von alles gut gefallen. Wir haben so relativ viel rangeschafft dann an 2018. Da habe ich dann auch mit Namaste halt mit unserem Regisseur Massimo Sartini, und auch selber Schriftsteller. Und wir haben dann zusammen auch ein Theaterstück geschrieben, was auch den Faustmythos abgreift. Und wir haben eine moderne Faust gemacht. Das geht nicht der Faust als allen Herr, der sagt, guck mal, sitzt da grenzt, aber eine junge Faust, der primäre Schüler, den Flamme dann einfach von dem fort will. Also es hat dann immer mehr Dave gegangen, immer mehr Dave und immer mehr Kontakt mit der Literatur und dann auch halt selber lesen und alles. Und halt auch immer mehr mit Leuten geschwätzt, die selber Literatur studieren, fasziniert sind davon. Also, es gibt dann von Kindern, wo ich nicht mit Literatur konfrontiert war, sondern halt auch noch. Also, immer, die Literatur davon schwebt immer, liefert mal, ist immer bei mir. Ich weiß dann noch fragen, nur erkannt, was auch Schule wahrscheinlich ein A. Nee, also ich wollte ein A machen, aber ich war auf Katrin ein richtig Null am Englisch. Okay. Und da sollte ich mal, komm mal, das leben nicht. Und ich habe nur am Endeffekt ein G gemacht. Die waren auch immer Literatur, ich hatte auch immer die drei Sprüche. Von daher war das doch ganz gut und war das auch kein Problem. Du hast ja auch nur die Ukunft, wo du sagst, Schivolz, ja, genau. Im Studium ist der Wart genau. Germanistik aus deutsch-französischer Perspektive ja, zu Freiburg, ob du nicht Freiburg an Deutschland. Ja. Voilà, du warst egal, wie dann die Ukunft, genau. Weil du nicht mehr der Armee hast. Genau. Ja, ja, voilà, also, das stimmt mir doch nicht am Weh. Also, die Sektion hat auch kein Problem mehr gebildet. Überhaupt da hätte ich bestimmt noch mehr gesehen. Mit so einem Endeffekt kann ich selber auch mal ein Buch abschneiden und Sachen gucken. Und auf der Uni lernen die nicht früher oder später, von daher wäre das kein Problem. Das ist schon eine Stufe noch nicht auf alle gelöst. Aber wie ist das Studium im Moment? Bist du Mann natürlich größer nach Lahn? Also ja, ich bin richtig Jahr angefangen. Okay. Also ich war im nächsten Semester. Und, das Studium ist cool, ist wirklich flott. War halt, wie Covid halt immer flach blöd, es lebt nicht, ich Studenten leben mehr. Das Studium ist auch immer dynamisch, dann halt das halt eben alles über den Laptop, mehr geht aber und ich bin ganz zufrieden davon. Ich will kein anderes Studium wählen. Okay, geht für dich aber online gut, weil ich kenne halt Leute, die gehen im Moment besser. Es gibt Leute natürlich, denen fehlt wirklich, statt an der Klasse in der Prof interaktiv direkt zur Klasse zu holen. Zumal seit die Logik hat das Studium angefangen und das ist immer schwer, weil du warst ja ganz anders. Kriegst du immer so gesagt, Studenten leben in Uni und da fängst du an, gerade an dem Jahr, wo das so ist.
Wie ist es für dich, die online, kennst du gut noch oder hast du auch lieber wirklich... Also ich finde auch sicher lieber im Präsenzgang, aber das geht einfach mal online, das ist nicht unmachbar. Aber ich wäre aber viel lieber durchgegangen, also auch viel mehr einfach noch für neue Leute kennenzulernen und all das. Und, ja, das ist, die Online-Kurse sind okay, aber ich meine, ich bin privat, ich glaube, dass du ein bisschen Normalität rauskommst oder machen können an der Saal. Alles, das wär schön, auf jeden Fall. Aber ich gehe aber auch eins so, als es geht. Für das ein Vierteil, wenn ich dann nicht am Morgen um 9 Uhr geht, dann gucke ich nicht eben noch mehr, für das ist ein Vierteil. Aber ich gehe auch viel lieber an den Saal. Den Dichter, das ist das ganze Projekt, das du gerade misst. Wie warst du erstens, ob du nun kommst oder ob das Projekt selber, war das schon alles viel rausgeplant? Ich gesehen auch, dafür zu müssen, das ist auch super gute Qualität, dass nicht einfach so sitzt du mit dem Handy und laberst du was Pause, also du gesagt, das ist schon durch. Wie hast du dazu gekommen, dass du das Projekt überhaupt gestaltet hast? Also, oder wen hast du bedeligt, weil musst du das ganz allein, dass du Leute bedeligt? Ja, also der Nun, der war für mich ein größter Zufall entstanden, weil ich halt einen ganz guten Kollegen von mir, der Piet Harsch, den er sucht, der schreibt auch selber viel und wir sind auch immer am literarischen Kontakt mit denen. Und ich hatte schon öfters so, die Idee davon, so eine Instagram-Seite oder so abzumachen, wo ich ein bisschen Literatur ausschwätzt für die Leute, einfach für die Jungen, für auch immer, wenn einfach drauf Lust hat. Das ist mir egal, ich kann auch ein Bub, ich von 80 sind, die einfach Lust hat, nicht etwas zu sehen. Und dann habe ich mit einem anderen Kollegen drüber gesprochen, mit Denny, der noch an meiner Kamera-Equipe dran ist. Und die sagt, ja, wie wird dann mit die dichten Dichter? Und ich weiß, der dichte Dichter ist cool, nun lese ich gut auf, geht's mit 3D. Und repräsentiert gut, weißt du, ich drücke noch gerne Part und schreibe. Und dann habe ich mir gedacht, wie wird nicht? Ne? So hast du dann die Nummer entstanden. Und am Anfang war davor just also die Gedichte gepostet, die ich mal geschrieben habe. Halt eben. Das war mal der Anfang. Und späterhin hat man am Deutsch gehört, eben der Premier immer halt Faust gemacht. Und als Prof hat oft am Kur gefragt, kann ich nicht mal ein Gewandschrift das Kapitel resümieren? Also schon das dann auch gemacht. Und halt auch ein bisschen auf die Art, was ich an dem Video mache, ein bisschen Slang, ein bisschen lustig. Weil ich einfach fand, dass, dass halt oft Spruch Barrikade ist für viele Leute, dass sie die Faust oder wie sich irgendwelche anderen Wirken nicht verstehen, wenn es ein bisschen mehr schwere Fachbegriffe also. Ich fand, wenn ich das heißt, mal einfach auf Slang oder einfach in mir einfach Spruch raufbricht, das aber viel mehr nur rückkommt. Also sie so dann, ja, ich fand, du bist das immer richtig gut. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich werde kein Format machen, das ist ein Unikat, ich werde nicht. Und halt die für mich filmen, das ist der Moritz Kemper und Dini, also ich habe den Moritz auch, der hat das ganze Kamera-Equipment, Dini hilft dann auch immer mit. Und wir filmen dann, wo wir können, denke, du baust, denke, du wann hängt, du bist davon auf, wenn wir los tun oder wie wir das hier und allem. Und ja, weil Moritz ist halt einer aus wirklich top als auch filmen, er hat auch ganz viel Erfahrung und auch super Equipment. Und war mir auch noch wichtig, dass wir auch gute Qualität tun, weil, weißt du, so, ich gebe mich auch mal am Handy, du weißt, mir das wäre scheiße, also ich ging das null fahren. Und fand ich aber schon wichtig, die Leute auch etwas Gutes zu gehen. Halt. Das soll auch ästhetisch pläsant sein. Aber das soll auch Inhalt, das ist natürlich das Wichtigste. Mich will aber auch, dass das Video gut aussieht, dass es proper ist, dass es schön geschnitten ist. Dass, ja, so ich sehe, dass du aber Arbeit dran investiert wird. Klar, gesagt, ich habe alle Fall, dass du viel Gedanken an Arbeit schon durchstehst. Ich habe selber ein bisschen was Vorstellungen gehabt, wenn ich mich bei dem Premiere angemeldet habe. Und wir haben dann viel geschaut, schon du am deutschen YouTube halt ein bisschen wie die Schare gesehen, dass ein bisschen mich einfach zu verkraften hast. Das auch von Inspirationen geschaut, die dich dazu gefordert. Und das hat auch Blitze, wo ich kenne das nicht, aber das Format sie überholen. Ja, also die größte Inspiration wäre am Anfang halt eben die Sommers Weltliteratur. Die kennen wahrscheinlich viele Schüler aus dem Lycée, weil den halt eben. Den hat schon so viel Wirken einfach resümiert. Aber wenn ich witzig auch da war, ist man so eine kleine Playmobil-Figur, sitze ich da hin und spielte das noch. Das ist super witzig gemacht, das hält die Essenz vom Wirken, das ist kurz und knackig, das ist ganz gut. Aber ich bin ein größter Fan von dem, weil ich einfach mega cool von tun. Und ich habe mir gedacht, so etwas zu machen wäre ja auch cool. Aber ich wollte mich natürlich einfach auch distanzieren davon. Aber also, ich wollte nicht teilen, das nämlich, weil das geht ja schon natürlich dann zu langweilig und zu einfach für einen. Ich habe mir gedacht, davon. Mit den Kapiteln, also dann am Ende fängt er noch für ihn, die für Namen für seine Premiere lehrt. Viel mehr einfach, weil der kann einfach dann am Bus, Kopfhörer ran, Video un. Okay, das will ich nicht verstehen, ich gucke nur noch das Kapitel, zack. Da ist ein Gerankel, dann kann die Essenz vom Ganzen, dann kann die Puh wichtig werden. Dann hast du den, also, ich so, kein Gang geht nicht an den Premiere-Examen, man guckt just Video, ne? Wir lehrt, wir wollen dann ein bisschen mit Führer im Examen, ein kleines Refreshment tun, also guck dir schon ein un, dann kriegt dann ein alles auf. Wo es auch Leute, die auf dich zukommen, wenn sie auch noch Freunde haben,
dafür zu lehren, als das gut kommt, hast du Feedback von Leuten, die da vielleicht schreiben, die gerade für Examen lehren und ob es nicht klar war, hast du nur froh? Also ich kriege schon oft für positive Feedback, dass es schon geholfen hat, auf jeden Fall Hand zu schreiben auch. Also ich finde nicht so viel Hand zu schreiben, doch hey, kannst du mir das sehr erklären oder so. Aber man steht natürlich auch, ist so noch die Leute, wenn sie sich froh, können sie sich immer bei mir melden, halt eben. Das ist nie das Problem. Ich habe meine Notizen eben da, ich kann nicht alles durchlesen und dann bin ich immer bereit, ich denke, du bist behilflich zu sein. Aber die Resonanz im Größten Ganzen ist ganz positiv. Also viel positive Feedback. Auch ich habe meinen Prof, der dem uns auch gewiesen, die das auch cool fand. Die Leute sind allgemein fand das relativ cool, aber das ist ganz positive Feedback, den aber uns zurückgestellt. Das ist etwas super. Ich hatte gesehen, letzte Woche vom Jahr, ja, okay. Als du noch mehr Adresse dazu kommst, wie hast du das ausgegangen? Das war auch ganz lustig, am Anfang, so wie alles. Ich meine, das ist am Anfang ein kleiner Witz, weil ich halt gesehen habe, dass der RM das möchte. Das ist einfach am Gang eine Story gemacht, man kann das so, ja, hi, schön her, und das ist ja richtig dichter, letzte Woche vom Jahr. Da hat ein paar Leute, ein paar Freunde geschrieben, ja, mega Idee, ich dachte, hey, leicht, das geht auf RTL, da schreibt er einen kleinen Text, wieso, weshalb, warum, und da schickt er das auf. Und ich dachte, wie viele Leute das schickt, ich schicke nicht an, ich meine, ich habe noch was. Und dann war ich im Dezember, ich bin heimgekommen von der Uni, so zum Auto bin, und kriege ich einen Messenger-Nachricht, ja, moin, hallo, Olivier Traun, auf RTL. Ich dachte, das ist echt der Logo, man, fuck. Und dann, ja, lässt du bist nominiert, das war mega. Und ja, da war das, das ist geschieht. Und das war eine cool, witzige Erfahrung, auf jeden Fall. Aber meine Freunde, allgemein, so viele Leute, die haben mega gepusht. Und, ich schwere Klamm gemacht. Und wir sind ja nur auf einen guten 6 Platz gelandet, also ich war direkt zufrieden. Zwei Plätze hat um Safi Bitte, ich probiere das nicht schlecht. Und ja, das war eigentlich witzig und eine coole Erfahrung. Ja, wahrscheinlich habe ich probiert, den Maxi Weber und zumal eine Schiene zu kommen. Das ist froh. Ich nehme auch relativ viel. Für die Zukunft, willst du andere Projekte? Du wahrscheinlich wohl Faust fertig mal, was du irgendwie so feier? Ja, ja, wir haben davon noch viel auf der Seite. Ich muss sagen, ich wollte mal alles posten und noch viel nachdrehen, weil wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch ein paar Episoden zu machen für Faust. So ist mir wollte. Ich wollte bestimmt jetzt, wollte das Format noch definitiv weiterführen mit anderen Wirken. Ich wollte schon immer halt eben noch nicht Roger von Kabü machen, weil du weißt, das ist so mein Herzenswerk, das ist mein Lieblingsbuch. Und das wollte ich, weil ich gedacht habe, dass ich eine Schule gemacht habe. Ich bin das, wie wird nicht. Ja, du, auf jeden Fall, das muss ich weitermachen. Also, ja, muss du nicht weitermachen, muss auch noch geschehen. Ne? Ja, auf jeden Fall, den Dichter noch definitiv ausbauen, noch ein bisschen mehr für das Publikum machen. Noch, es sind viele Sachen, ich versuche, die ich noch keinen machen. Wir müssen halt eben ein bisschen alles gucken, wie lo, mit der Uni, mit der Zeit, mit Covid und alles. Auf jeden Fall, sollte noch Sachen kommen, früher oder später. Ja, du hast ja gerade richtig Studium angefangen, du hast schon ein bisschen eine Idee, was du noch würdest, was du machen. Ja, ich ging gerne halt eben in Richtung Journalismus, im Rundfunk, Fernsehen, irgendwie so, das ging mir ganz gut gefallen. So, ja, wo ich kann schreiben, Schnüsse, so Sachen gefallen mir. Und wo ich auch ein bisschen kreativ kann sein und auch meine literarische Schlüsse in dem auch kann ein bisschen verbreden und halt, ja, voilà. Etwas, wo ich kann auch ja, den Leuten helfen, wenn ich da war, so einfach ein bisschen schreiben, so, das ging mir richtig gut gefallen, auf jeden Fall. Das wäre so das, was ich gerne am liebsten mache für die Zukunft. Weil am Theater wahrscheinlich dann noch immer weitermachen. Ja, da war das Hobby nie vorbei, weil ja, ich hatte auch natürlich schon eine Zeit, die Rolle, Schauspielschule wäre cool. Ne. Ich weiß, da kommt immer aber ein bisschen zu viel riskieren, ich habe das Hobby bei, weil mich mal aber mega viel Fried. Und ja, voilà, da finde ich mir geduld. Halt hättest du den Theater als Hobby, ja, fokussierst du dich mehr auf Literatur. Du siehst ja den Profis, die schon darüber besteht, wäre vielleicht eine interessante Sache, mal schöne Workshops anzubieten für gerade die Klassen oder vielleicht Männer, Stachbücher für Klassen, wo ihr nicht auf Trose mischt, Kafka zum Beispiel oder Camus, das ist ja normalerweise ein bisschen mehr frei. Ja, also so Kafka, Dösiam, meistens Camus, Trose, Dösiam. Voilà. Also, ja. Wäre da vielleicht eine Idee, so kleine Workshops anzubieten? Das wäre cool, aber ich weiß gut, wie ich mir das so vorstellen, so Workshops anzubieten. Also die Idee ist mega gut, aber ich weiß gut, wie ich mich das so durchlese. Das ist schön, Melle, ja, moin, das ist ein Dichter, ich kann gerne einen Workshop mit deren Schüler machen. Das sind alles coole Ideen, aber ich weiß gut, wie ich das so umsetzen soll. Halt ja, und dann vielleicht nicht selber du, aber wie gesagt, weil, wenn du da einen Profi weitergehst, dann fand ich cool, das geht vielleicht auch eine Sache, wo ich dich könnte, aber integrieren für halt als zukünftige Schüler. Du, das ist vielleicht ein bisschen einfach für dich zu machen, weil es gibt auch Leute, die man das wirklich nicht mehr für hier, für Premiere. Sie sonst mit Literatur nicht gut, dass sie ihnen das ein bisschen mehr nur bringen, oder vielleicht Tipps und Tricks,
wir können selber mir einfach machen. Ja, das sind auch, ja, das ist wirklich coole Idee. Und ja. Das Video wäre zum Beispiel auch eine Idee, weil ihr könnt wirklich an der Schule promovieren. Also das ja, ist eigentlich ausschwätzen an dem Fahrrad als Profi. Mhm. Es gibt letzte bei euer Video, in dem ich gut erklären, das wirklich anständig machen. Wäre vielleicht ab in Zukunft, wenn der Kind am Schulsystem sozusagen. Ja, das wird okay, den definitiv viel machen. Mehr, ja, da kommen wir auch ein bisschen, ob das Ganze mal support your local artists, wie den Aldo halt eben nicht so warm ist, mit Lützebrücher Musik aufspielen. Wenn sie schon nicht auf Lützebrücher Profen, ne, so motivieren dann auch mein Gast nach um Ekro laufen zu lassen bei ihnen. Mehr, ich will keine ja. Etwas viel geheuer, mehr. Ne, das sieht aber aus, das wäre wirklich cool, so etwas, ja, da noch ein bisschen mehr auf Dave zu gehen. Auf ich meine, das geht auch in die Richtung, auch Aldo selber heute noch eine Sendung sonst Oves, muss ich nicht los, dann habe ich sie hochgelaufen, ein bisschen abgebaut, mit Lützebäuer Musik. Aber wir kommen hier vor, und das läuft in David, die mir gesagt haben, sie wollen vielleicht drauf gehen, du bist die Generation, die geht vielleicht drauf, wäre vielleicht denke ich, das ein bisschen zu modernisieren, oder wie gesagt, du, das ganze Schulsystem, wie ihn das so angetrichtert hat, kriegt, findest du das, weil dann hast du immer die ALW, ja. Die weiter gefordert gehen. Findest du, dass du wirklich doch was für ein bisschen den Stil zu ändern, dass nicht immer jeder in den Wirken, alle Wirken hängen bleibt, weil nicht immer mit selbstständigen Maßnahmen also heute mischt? Sarah ist halt auch, bei so allen Wirken ist es schwer, eine ganz neue Weise von Interpretation zu erschaffen, die auch all das Wissen enthält, was du halt nur brauchst, für den Examen proper richtig zu schreiben. Also, ich kann verstehen, dass ich bei anderen Sachen vielleicht probiere, bei modern zu gehen, ich fand bei hat wirklich so jedere Wirkung muss ich ihn halt ein bisschen. Natürlich kann ich ihn auch ein bisschen mehr modern machen, ein bisschen halt wie so die Videoweisen, hi und du. Mir am Endeffekt muss ich ihn einfach die alten Begriffe benutzen. Muss ich ihn 10 für 10 Kapitel durchgehen, muss ich seine proper Notizen aufschreiben. Ich fand, Literatur braucht er einfach, für dass du sie richtig auch proper kannst behandeln. Also, ich gebe ihn einfach, dass ich ihn definitiv für halt wie Lohmat. Kleine Videos. Wo musst du so außerhalb von der Küche denken, kann ich bestimmt noch viel machen, mehr, aber ich habe gerade Literatur brauche, aber hier klassische Weh, wieder doch proper funktionieren. Mhm. Oder ich meine noch, dass er zumindest eine gute Unterstützung halten nebenbei. Ja, genau, ja, definitiv. Also, nee, du musst dich schon dran bleiben auf jeden Fall. Also, ich fand, du, Literatur, du, die muss schon ein bisschen klassisch oder richtig meiner Meinung. Also. Weil er hat Leute von dich, nicht mehr den YouTube-Channel, ich habe nicht gesehen, ob es seine Website ist oder nicht. Nein, kein den Insta-Account, an den YouTube-Channel. An den YouTube-Channel, ja. Weil er da von dich Leute, wann sie Bedarf haben, wie sie kommen auch einer, wahrscheinlich einer Wirker, was du gerade nicht vorsorgst, kann ich ein bisschen aufwarten. Schreibst du dann auch immer Wirker, publizierst du oder müsst du nicht mehr? Wir schreiben halt mehr, also am Moment aufgesehen, halt, wir hatten halt ein Theaterstück geschrieben, halt damals an der Schule haben wir auch als Buch publiziert, das heißt, das Stück kann auch den hören. Und sonst am Moment habe ich noch nicht publiziert. Ich habe ewig so eine Kurzgeschichte, wo ich ein bisschen drüber schaffen. Also ich habe eigentlich schon damit geschrieben, aber die ging ich gerne in der Zukunft publizieren, weil die mir ganz gut gefällt, bis ich da und ich mich ganz wohl darauf fühle. Aber ich habe gesagt, dass wir mal, ich habe am Anfang halt, wie super effekt hat das Gedicht. Oder ich war ein bisschen flammend auf. Ich habe eine Erzählung, kann ich beschreibe halt auch gerne. Ich bin halt auch größer Fan von Frisch, und das, also von Max Frisch und Mofaber Schriftsteller. Die haben mich doch viel geprägt mit denen. Bisschen eklige Beschreibungen und so. Und das muss man auch Spaß haben, zu schreiben. Und dafür, du schaffst nicht drauf Sinn, in der Zukunft halt auch mehr so halt Erzählungen, Kurzgeschichten, Novellen, so Sachen zu machen. Das gefällt mir auch ganz gut. Und so gut ein bisschen mehr wie Gedichte schreiben. Super, voilà, so schön muss merci, dass du Zeit geholt hast. Und voilà, ich verlinke alles und da wirst du gleich Bescheid. Super, und super für den Abisch. Vielen Dank, merci. Merci, du musst schon erst merci, ich komme mal nachher. Ne? Ganz gerne.